Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute um diese Sachen hier kümmern. Das heißt, hier erwarten wir etwas ganz Spezielles, nämlich ein Produkt. Und hier wollen wir das Ganze zurückgeben, sozusagen auch als eine Seite mit Produkten. Und wir müssen natürlich irgendwo definieren, wie diese Dinge aussehen. Und das machen wir über Felder bzw. Fields. Und das wird tatsächlich euch auch von Flask bzw. Flask REST Plus Seite mitgeliefert. So, dazu gehen wir jetzt mal wieder ein paar Ordner nach draußen. Oder was heißt ein paar Ordner? Wir gehen einfach nur in den Shop rein und gründen hier eine neue Python-File und sagen dazu, wie sollen alle unsere Sachen aussehen? Was natürlich auch, by the way, sehr, sehr wichtig ist, wenn man so eine API irgendwie grafisch nachher darstellen möchte. Also eben Swagger ist tatsächlich jetzt hier das, was man sozusagen für Swagger angibt. Und ja, deswegen nennen wir das Ganze auch API Definition. Weil wir damit unsere API sozusagen genauer definieren. Und definieren meint damit genauer, ja, sagen, was da eigentlich Sache ist. Okay, wir sagen hier from Flask REST Plus import fields. Und wir wollen natürlich, oder wir müssen unsere API auch wieder verwenden. Also unsere API, die wir hier definiert haben. Sprich, ich gehe jetzt hier einfach mal hin und kopiere mir das hier, weil ich es nicht immer selber abtippen will. Wunderbar. Okay. So, jetzt können wir hier tatsächlich weitermachen und können definieren, wie die einzelnen Dinge, die wir hier brauchen, tatsächlich aussehen. Ich gehe jetzt aber hier zuerst mal her und importiere die beiden Sachen, die ich hier brauche. In unserem Fall wäre das from, jetzt muss ich nachgucken, from REST plus API.shop.API-definition-import. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen einmal page with products und einmal brauchen wir product. So, und die beiden müssen wir jetzt hier auch angeben. Das heißt, wir sagen hier, okay, Moment, das geht mir zu lang. Page with products, so, ist gleich. So, und das war jetzt natürlich optimal die falsche Variante, mit der man hätte anfangen können, denn eine Seite mit Produkten besteht vermutlich aus Produkten und Produkte, haben wir hier auch gesagt, wollen wir importieren. Das heißt, wir sollten uns vielleicht zuerst mal mit Product befassen und uns überlegen, wie das Ding aussehen soll. Und da kommen jetzt API Models zum Tragen. Das bedeutet, wir wollen hier sagen, wie sieht denn eine API aus, was hatten die alles oder was genau erwartet sie? Je nachdem, auf welcher Seite, also wenn man was postet, erwartet sie immer was, was liefert sie, wenn man zum Beispiel Get hat. Und ja, das ist alles über Model verfügbar, warum auch immer das hier nicht richtig dargestellt wird. API.model, Klammer auf. So, okay, jetzt können wir hier erstmal sagen, was das genau ist. Das ist nämlich ein Produkt, beziehungsweise ein Product, wenn wir Englisch bleiben. Und machen hier Komma und jetzt können wir hier die Felder definieren, wie das Ding genau festgelegt ist. Das heißt, aus was besteht eigentlich mein Produkt? Und ja, das erste, was wir haben, ist erstmal eine ID. Normalerweise hat man immer eine ID. Übrigens, so kann man auch wunderbar das Ganze nachher in die Datenbank mappen. Weil, ja, ist halt genau so festgelegt. Das heißt, ein Produkt besteht immer aus ID und so weiter und so fort. Und ja, wir haben jetzt hier Fields und dazu brauchen wir Fields. Punkt Integer, weil eine ID normalerweise als Ganzzahl gehandhabt wird. Read Only, das heißt, man darf es nicht verändern, das ist immer festgelegt, ist gleich True. Und dann natürlich die Description, was das eigentlich ist. Description ist gleich the Identifier of the Product. Punkt. Oder auch kein Punkt. Dann hinten dran ein Komma. Und so, jetzt, was haben wir noch? Achtet darauf, dass ihr hier natürlich machen könnt, was ihr wollt. Sinnvoll ist es aber, genau diese Sachen zu liefern, auch die man irgendwie braucht. Und achtet auch darauf, dass ihr hier auf andere Dinge referenzieren könnt. Das werden wir jetzt, doch eigentlich sollten wir das wirklich machen, weil das ein cooles Feature ist und auch irgendwie ein wichtiges Feature. Das machen wir tatsächlich auch noch. Dann führen wir halt noch Kategorien ein. Das war jetzt ein Spontaneinfall. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich denke schon. Es ist ja nicht besonders schwer. Okay, wir definieren hier erstmal einen Titel für unser Produkt. Fields.string
Eigentlich hätte ich das Ganze auch. Nee, wir lassen die Beschreibung für unser Produkt raus. Wir sagen hier einfach nur, wir haben einen Namen für unser Produkt und dann war's das. Ihr könnt ihr natürlich auch auf einen Pfad zu einem Bild oder sowas referenzieren und so weiter und so fort. So, der Titel, das würde ich einfach mal sagen, ist auf jeden Fall required gleich true. Und wir haben hier die Beschreibung, Description ist gleich Product Name. Okay, so, dann, achso, Komma. Dann haben wir, und jetzt tatsächlich das, das habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Also es gibt hier verschiedene Dinge. Ich möchte ganz kurz hergehen und euch was zeigen. Über Fields könnt ihr euch angucken, was für Typen ihr zur Verfügung habt. Ihr habt String, ihr habt Integer und die müsst ihr eigentlich immer angeben. Arbitrary ist ein variabler Typ, das heißt, ihr könnt hier alles reinstecken. Ihr solltet aber möglichst versuchen, auf Arbitrary zu verzichten, wenn es nicht wirklich arbitrary ist. Also man kann natürlich das immer verwenden, ist aber Bullshit, weil wir so unserem Nutzer sagen von der API, hier kann manchmal ein String zurückkommen, manchmal kommt eine Zahl zurück, manchmal kommt gar nichts zurück und manchmal kommt ein Boolean zurück und manchmal auch ein Datum. Das heißt, hier sollte man möglichst drauf verzichten, dieses Arbitrary zu verwenden. Hier könnt ihr Date verwenden, ihr könnt hier Date Time verwenden und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt hier tatsächlich alles nicht machen. Ein paar von den Typen habe ich noch nie benutzt, muss ich sagen. Okay, aber das heißt, wir lassen das jetzt hier einfach mal raus. Was wir jetzt machen wollen, ist allerdings, wir wollen noch cross-referenzieren und zwar auf eine Kategorie von unserem Produkt. Das heißt sowas wie Lebensmittel oder Computerspiele oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben hier fields.integer. Und ja, das machen wir über Fields logischerweise. Und hier sagen wir Attribute ist gleich Category.id. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier auch die Kategorie drin definieren. Und im Endeffekt machen wir jetzt genau nochmal dasselbe. Wir müssen natürlich noch den Namen hier reinschreiben. Category Name Doppelpunkt Fields.String. Dankeschön. Fields.String Attribute ist gleich. Und ich nehme manchmal die anderen Anführungsstriche, manchmal nehme ich die. Das ist natürlich schlecht hier. Sollte einheitlich sein, wollte ich nur mal so anmerken. So, wir sagen hier Category.name. Wunderbar. Achtet darauf, dass ihr auch hier am Ende ein Komma macht und da oben natürlich auch noch ein Komma. So, jetzt können wir hier unsere Page with Products definieren. Wir definieren uns aber zuerst mal noch unsere Kategorie. Denn, wir wollen jetzt hier sozusagen Kategorien für unsere Produkte einführen und ja, im Endeffekt ist es nicht ganz so was Besonderes. Das heißt, wir sagen hier einfach Category. Ist gleich API.model, also im Endeffekt nichts Neues für euch gerade. Product Category als Beschreibung, damit Swagger nachher weiß, was es da hinschreiben soll. Und übrigens, die Descriptions werden auch alle verwendet. Keine Sorge, werden wir uns aber alles noch angucken am fertigen Beispiel. So, wir haben hier oben die ID verwendet. Das heißt, wir sagen hier ID Doppelpunkt. Fields.integer, achtet darauf, dass die Datentypen hier bei der ID und bei der ID, bei dem, was hier auf diese ID referenziert, dass die auch dieselben sind. Wenn ihr hier einen String macht und hier unten habt ihr eine ID, dann funktioniert das nicht unbedingt. So, read-only. Bei IDs sollte man immer read-only setzen, weil man sonst die IDs von Produkten manipulieren kann. Das soll natürlich nicht sein. Weil die in der Datenbank sozusagen auch immer das sind, was man verwenden möchte. Dann haben wir hier eine Description. Ich bin gleich fertig, also keine Sorge. Das ist jetzt sozusagen relativ einfach. The Identifier of the Category. Halt. Und dann haben wir hier einen Name. Bane, okay, Bane. Wir haben Bane hier. Achtung, alle mal zurücktreten. Fields.string required gleich true und die Description ist so, Category Name. Okay, wunderbar. Also eigentlich sind die Namen an sich schon spezifisch genug.
Da bräuchte man eigentlich jetzt keine genaue Definition mehr, aber man macht es halt doch, damit Swagger nachher alles hat, was man so braucht. Da fehlt ein Komma. So, okay, jetzt haben wir hier eine Page with Products. Da sagen wir jetzt API und jetzt machen wir kein Model mehr, sondern wir inheriten. Und über Inherit bekommen wir tatsächlich mehr Informationen sozusagen, weil wir auf andere Artikel komplett verweisen können. Das heißt, wir sagen, hey, das ist einfach nur eine Sammlung aus Folgendem. Und in unserem Fall logischerweise eine Sammlung in Form von Seiten aus Produkten. Das heißt, es wird sozusagen alles automatisch aufgeteilt. Page with Products. Und ja, jetzt brauchen wir hier tatsächlich noch was, nämlich wie das Ganze an Seiten aufgeteilt werden soll. Das ist auch nochmal ein API-Model, machen wir gleich. Da sagen wir Pagination dazu. Pagination. Komma. Und hier drin definieren wir uns jetzt, wie das Ganze eigentlich aufgeteilt werden soll. Und normalerweise sagt man sowas wie Items oder sowas dazu. Fields.list werden wir verwenden, weil das einfach normal ist. Und dann sagen wir hier Fields. Und jetzt gibt es ein neues, nämlich nested. Das heißt verschachtelt über Products. Product, sorry, nur eins. Das bedeutet so viel. Ja, im Endeffekt kann man sich denken, es ist halt einfach eine Seite, beziehungsweise mehrere Seiten, also eine Liste aus Seiten mit verschiedenen Produkten. Und jetzt müssen wir irgendwie noch definieren, wie diese Seiten definiert sind. Das heißt, wir sagen hier Pagination. Ach, leck mich doch. So, ist gleich. API.model. Und ja, one page of products. So, dann haben wir hier page. Fields.integer, das heißt die aktuelle Seite sozusagen. Da kommt einfach nur eine Description rein. Description ist gleich current page. Ups. Dann haben wir pages. Sozusagen die maximale Anzahl an Seiten. Fields.integer description. Description ist gleich Maximum Pages. Ne, eigentlich ist es nicht das Maximum. Total Pages. Total Pages. Wir haben Items per Page Fields.integer. Ja, im Endeffekt ist der Name Programm hier. Description ist gleich Items per Page. Und wir haben, und das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir das auch noch brauchen, Total. Nennen wir es einfach mal, oder Total Items ist vielleicht besser. Warum brauchen wir das? Weil die letzte Seite nicht unbedingt eine volle Seite sein muss. Das heißt, es kann sein, dass auf der letzten Seite von mir aus nur zwei Produkte sind, wir aber normalerweise 50 Items pro Seite haben. Das heißt, man würde hier jetzt davon ausgehen, dass hier 50 Items drin stecken, tun es aber nicht. Das heißt, wir wollen hier auch die Möglichkeit haben, Description ist gleich total amount of items. Das heißt, wir wollen hier die Möglichkeit haben, auch noch zu sagen, hey, wir haben aber nur 52 Items und 50 pro Seite, statt eben, wir rechnen automatisch aus, wir haben 100, weil wir zwei Seiten haben offensichtlich. Und ja, das geht natürlich nicht. Wir könnten hier vielleicht die insgesamte Anzahl an Pages rauslassen. Das wäre eine Option gewesen. Haben wir jetzt aber nicht gemacht oder habe ich jetzt nicht gemacht, aber so müsste es eigentlich passen. Gut, so, jetzt haben wir eigentlich hier alles, was wir hier brauchen vorerst mal. Und ja, jetzt können wir tatsächlich jetzt hier weitermachen. Das heißt, wir haben hier erstmal, allerdings haben wir hier noch die Pagination nicht. Achtung, das meint eine andere Pagination als das hier. Denn, ja, werden wir sehen, wahrscheinlich sogar direkt nächstes Mal. Und ich hoffe, es hat euch erstmal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.